Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Ricardo Güderle und wenn du neu auf dem Kanal bist, freue ich mich natürlich über ein Abo und über ein Like. Im heutigen Video geht es um das Thema, warum du dein Traumbusiness nicht bzw. noch nicht starten solltest. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. In 8 oder 9 von 10 Fällen kostet das Traumbusiness oder diese Vision, was du möglicherweise hast, relativ viel Geld. Wir können uns das so vorstellen, dass wir können hier mal so eine Linie hier machen. Das ist eine Profit-Linie. Das heißt, wir können jetzt mal hergehen und sagen, ein Traumbusiness kostet in der Regel Geld. Und zwar können wir sagen, von 20 bis 100.000 bis natürlich Millionen. Um das zu vereinfachen, sage ich einfach mal als Beispiel, was ist dein Traumbusiness? Könnte sein eine Software. Software kostet mehrere 100.000 bis Millionen. Oder vielleicht Immobilien. Oder vielleicht eine E-Com-Marke. Mit speziellen Produkten, wo du eben diese Produkte zuerst einkaufen musst, dann Branding, Bildproduktion, Videoproduktion etc. Da kommt natürlich sehr viel zusammen dann. Und diese Linie im Prinzip heißt nichts weiter als du gehst halt ins Minus und dann irgendwann gehst du halt ins Plus. Das heißt, du hast relativ hohe Startkosten und wie anfangs erwähnt, 8 von 10, sag ich mal, mit den Leuten ich spreche, die möchten irgendwas Großes aufbauen, aber es braucht halt Kapital. Und deswegen auch dieses Video hier, weil du natürlich meiner Meinung nach einfache Sachen machen kannst in Form von Cashflow aufbauen und Cashflow generieren. Das heißt, das Gleiche ist bei mir. Also bei mir zum Beispiel sind eben auch diese 3 Sachen, wo ich einsteigen wollte immer schon. Auch wo ich eben mit Dropshipping angefangen habe. Ich arbeite immer auf ein größeres Projekt hin, so wie zum Beispiel E-Commerce-Marken, Immobilien möchte ich jetzt anfangen investieren oder auch eine größere Software entwickeln lassen. Und für die ganzen Sachen brauche ich natürlich Kohle. So, was habe ich halt gemacht dann? Ich habe versucht, in Businessmodelle reinzugehen, wo ich relativ geringe Startkosten habe und das relativ rasch skalierbar ist. Und welche dieser Businessmodelle mir jetzt so einfallen wäre zum Beispiel jetzt das Closing. Closing im Endeffekt gibt es 1-2 Videos zu dem Thema auf meinem Kanal. Im Prinzip, wo du telefonierst für andere Unternehmer und du bekommst dann Provisionen pro Abschluss, in der Regel 15-20%. Dann natürlich Dropshipping. Ist auch so, das heißt, wir reden hier, dass die Profitlinie, wo du vielleicht maximal 5 oder 10.000 maximal ausgeben musst, um diese Business überhaupt, also das ist wirklich ein Regelfall, natürlich bei Dropshipping, die meiste Kohle geht auf Facebook-Marketing, aber ansonsten, du musst keine Produkte vorkaufen, du brauchst keine Bilderproduktion, kein Lager, gar nichts. Dann wäre ein mögliches Business digitale Produkte, auch wieder in Form von relativ simpel aufgebaut und man kann relativ rasch sehr viel Geld damit machen. Oder auch zum Beispiel Consulting. Sagen wir mal High-Ticket. Je nachdem da und da bei digitalen Produkten ist halt so, du brauchst natürlich irgendwo Expertise, die musst du dir entweder aneignen oder hast diese, damit du überhaupt digitale Produkte. Und viele sagen ja immer, digitale Produkte gibt es nur im Fitness oder Geld verdienen oder keine Ahnung, Dating. Es gibt zigtausende Nischen, wo du vielleicht sogar schon Expertise hast, wo du ein digitales Produkt entwickeln kannst. Das heißt, das sind halt die 3 Megamärkte, eh klar. Genauso wie im Consulting oder High Ticket. Da gibt es wahnsinnig viele Nischen, wo du vielleicht eventuell sogar schon Expertise hast. Jedenfalls, das sind so ein paar, ein Auszug von Businessmodellen, wo du eben Cashflow generieren kannst, um dann deine Traumbusiness, was du halt machen willst, zu funden im Endeffekt. Das heißt, du brauchst Cashflow, das ist einfach so. Jedes Business
überall, du brauchst Cashflow, um diverse Sachen, wenn du jetzt Immobilien zum Beispiel investieren willst, brauchst du Kohle, Software, E-Commerce-Marke, du brauchst einfach Geld. Und da brauchst du auch schon Kapital, das heißt, je nachdem von, ich sage mal von, also null streichen wir, aber ich sage mal von ein paar hundert Euro bis maximal 10.000. Und das ist aber schon die Obergrenze, wenn du echt, keine Ahnung, durchdrehst, sag ich mal. Aber hier gilt es halt dann daraus, dass du relativ rasch dann in diese Profit gehen kannst. Vor allem, wenn du mit PPC zum Beispiel arbeitest und so weiter. Da musst du halt dann Geld investieren, aber du kannst das relativ rasch skalieren. Und im Closing-Bereich sowieso, da brauchst du eine Ausbildung. Wir haben ein HPC-Programm, also falls dich das interessiert, das Thema Closing, Link ist in der Beschreibung. Dropshipping bieten wir auch an. Digitale Produkte habe ich, launche ich einen Kurs, Consulting, ja, haben wir auch ein Produkt. Also falls sich irgendwas von da interessiert, Links in der Beschreibung. Und jedenfalls, das ist meiner Meinung nach die Vorgehensweise, um tatsächlich dein Traumbusiness dann irgendwann zu starten. Das heißt, ich würde jetzt nicht hergehen und, keine Ahnung, einen Kredit aufnehmen, solltest du die Bonität haben für 100, 200, 300, 400, 500.000. Und ja, dann das fand ich, würde zuerst wirklich in diese Bereich, in einem von diesen, also ich würde, meine Vorgehensweise wäre, und wie es auch bei mir war, ich suche mir ein Businessmodell aus und ziehe das dann durch, bis ich ein Einkommen davon erziele, bis ich davon leben kann, keinen Job benötige und so weiter. Und dann skalieren, also ich habe halt dann immer mehr, also ich habe diversifiziert, da gibt es auch Meinungen, der eine sagt, na, du musst nur ein Ding machen und die anderen sagen, hey, du musst diversifizieren. Jeden selbst überlassen. Natürlich, wenn du mehrere Sachen aufbaust, muss dir auch klar sein, dass du nie die Nummer 1 irgendwo sein wirst, weil natürlich ist es so, wenn einer nur, keine Ahnung, Dropshipping macht, dass der viel mehr Kapazitäten hat und so weiter, um höhere Ergebnisse zu erzielen, als wie wenn du zum Beispiel in all diesen Bereichen unterwegs bist, ist jedem das sein. Und ja, Punkt Nummer eins, such dir ein Businessmodell, wo du eben nicht so stark ins Minus gehen musst. Punkt Nummer zwei, wähl eins aus. Punkt Nummer drei, meiner Meinung nach, hol dir irgendwo einen Mentor oder einen Kurs oder was auch immer. Das hat mir sehr geholfen, um wirklich zu starten. Muss jetzt auch nicht von uns sein, mir egal, aber es ist grundsätzlich so, dass wenn du Mentor hast oder einen Kurs, es verkürzt halt einfach sehr viel, wenn du wirklich einen Kurs kaufst oder einen Mentor hast, der was tatsächlich das auch macht, was er sagt, verkürzt das immens. Also ich habe in 2 Jahren ohne Mentor 18.000 Euro verbraten, hätte ich das damals einfach genommen in einen Mentor investiert, in einen gescheiten, wäre ich wahrscheinlich schon viel weiter gewesen. Nummer 4 dann eben wäre, die Kohle zu nutzen, um dann tatsächlich dein Traumbusiness aufzubauen. Und ja, das ist das Thema, beziehungsweise das habe ich zu sagen zu diesem Thema. Schreib mir gerne deine Meinung in den Kommentaren, würde mich mega freuen. Und ansonsten würde es mich auch freuen, wenn du mir ein Like da lässt, ein Abo. Und ja, das war's zu dem Thema. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis morgen. Ciao, ciao, baba.